bleibt. Alles, was bleibt. Da bin ich immer gespannt. Oh, jetzt müssen wir zurück in dieses alte Haus. Verbrannte Haus wahrscheinlich. Oh, Schnee sieht ja geil aus. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Okay, dann müssen wir halt hier lang. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ja, das wäre jetzt auch echt nicht gut. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Oh, nicht schon wieder Ratten. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Das sind so... Ja. Ich musste natürlich reinlaufen. Ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Wir sind doch im Licht. Wir rennen doch ins Licht. Ist doch Blödsinn. Hier im Licht. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst. Ne. Als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Wir müssen weiter hoch, weil hier war doch dieser eine Wagen. Den kann ich bestimmt schieben. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Steine? Ja. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Okay, prima. Da ist schon wieder Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee.
Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Ja, los, vorwärts. Du bist ja eine Nase. Ja, da musst du auch was machen da oben, Junge. Sonst kann ich hier auch selber arbeiten. Ja, alles klar. Lass mich nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich auch? Funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Ja, das wäre ja auch dämlich. Das ist doch schon viel schlauer. Komm zu mir. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Piraten. Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Probieren wir es hier mit neu. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Roon. Oh, nein. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. So, stellen wir noch mal ein bisschen was her. Können wir noch was verbessern? Ne, hier fehlt überall was. Schade, schade. Naja. Immer noch nicht. Die Frage ist aber auch, wo wollen wir denn hin? Oder wo müssen wir hin? Ah,
Oh Mann, ach. Macht mal einen Schritt zu viel und ist schon wieder scheiße. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Die Ratten. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Roon. Oh, nein. Bitte. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Sie töten können. Sie sind bereits tot und ich habe genug Blut an meinen Händen. Hä? Was soll das denn? Oh Mann, ey. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Roon. Nein! Oh Mann, ey! Jetzt reicht's aber langsam mal. Was soll denn der Scheiß? Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Piraten. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter, wir sind hier. Lukas. Okay, stirbt sie immer, wenn sie die Tür aufmacht? Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Piraten. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Roon. Oh, nein. Bitte. Halt den Mund! Ich überlasse dich deinem Schicksal. Hättest sie töten können. Sie sind wenn ich jetzt tot. Die Tür hier aufmache, kommen die Ratten? Ich habe genug Blut an meinen Händen. Ja, das verstehe ich nicht. Okay. Dann habe ich eine Idee. Lukas, wir sind nicht allein. Oh.
eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Roon. Nein. Wir sind hier, Lukas. Halt den Mund. Ich überlasse... Oh mein Gott, ist das real? Jetzt haben wir's. Zu Hause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Bestimmt ihr Vater, ne? Übel. Ist er dein Vater? Alter, was geht denn hier ab? Oh nein, was ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut. Da sind noch mehr! Lukas, was sollen wir tun? Wir sind... Na, übel. Das Ignifer. Oh nein! Was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut. Da sind noch mehr! Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter! Hab nicht genug. Ja, wir können Ignifer nicht mehr herstellen. Oh nein! Was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut. Wir können hier kein Ignifer mehr herstellen. Das ist mein Problem. Oh nein! Was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut. Da sind noch mehr! Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter! Ich hoffe, dass wir... Oh nein, was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut.
Schieß weiter, ich hab nichts mehr. Er hat da eine Fackel, der Vogel. Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja, ich sollte die Fackel nehmen, aber... Dann gib sie mir doch auch. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Boah, das ist ja übel, ja. Das wächst ja überall, das Zeug. Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Na mal gut, dass die Fackel so lange brennt. Wir sind da. Es ist dort oben. Ja, komm, Räuberleiter. Na gut, dass sie nicht so weit klettern können. Oh nee, doch. Sind sie ja schon wieder. Pass auf, sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Nicht genug toll zum Anzünden. Das ist ja Mist. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Okay. Jetzt müssen wir uns nochmal zum Anzünden gleich fertig machen. Das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Da,
Da sind noch mehr Gefäße. Komischerweise ist sein Zimmer jetzt auf jeden Fall, da brennt Licht. Und alles, als wäre nichts geschehen. Genau. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Pff, nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, 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 das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, den sie geschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Ach du Scheiße. Da wieder zurück. Oh nein, nicht da entlang. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Nein! Nein! Oh, warum rennt er denn da rein? Ist er bescheuert oder was? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Nach rechts! Los! Ja, ja, ich komme. Da sind noch mehr. Ich erleuchte das Zimmer. Du kümmerst dich um die Ratten. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Oh Mann. Aber ich weiß jetzt, wo es lang geht. Jetzt weiß ich's. So, hier stellen wir noch. Inventar ist voll. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst. Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Da sind noch mehr! Ich erleuchte das Zimmer, du kümmerst dich um die Ratten! Der Weg ist frei, Amicia, wir müssen weg! Das war knapp. Bewegung, sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier, aber wir müssen weiter. Sie hat gut reden, Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Lauf! Komm schon, los! Komm schon, komm schon! Schieß nicht daneben! Keine Ursache.
Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt! Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Ja, scheiße. Einmal nicht aufgepasst. Aber okay. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt! Das wird jetzt aber knapp. Aber egal. Schwer! Ich habe jetzt 6 hergestellt zum Werfen. Anstrengend. Ich habe mein ganzes Leben. Das heißt, wenn sie sich wieder so formieren, dann... Wenn du meine Schleuder willst? Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Super. Komm, bergab kann es ja nicht so schwer sein. Beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Sie kommen zurück. Schnell. Genug jetzt. Ihr haltet uns nicht auf. Wie geht es dir? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue... was ich kann. Das liegt da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Was, Lukas? So, das sollten wir schaffen. Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Super. Oh, was für ein Krampf. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber. Los, komm. Ich glaube, ich werde nie. Oh, wieder laufen. Da läuft schon die Seuche runter. Ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Nein, komm her hier. Genug gequatscht.
Hier wird alles eingesammelt, was wir finden können. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Jetzt sind wir hier und kommen hier nicht rein. Oder wie? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist der Lambert. Und hier ist die Tür. Warum geht die jetzt nicht auf? Das ist so ein Witz, oder? Ach, okay, hier runter geht's. Na, ich bin ja auch eine Kartoffel. Da renne ich da nach links und wundere mich. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden. Hilf mir beim Schieben! Nun denn. Mann! Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Gut. Aber wenn wir das hier schieben, dann kommen doch die Ratten raus. Oder sehe ich das falsch? Rattenamis, komm und hilf mir! Ja, gewiss! Hilfst du mir beim Schieben? Nun denn! Das ist aber bescheuert. Also, wir müssen irgendwie an die Fackel rankommen, habe ich. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Ja,
gut. Das macht irgendwie keinen Sinn. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast so, nie etwas gefunden. Das hier ein? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Okay. Das ist eine Fackel. Das, was ich jetzt nicht verstehe. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Mit dem Licht auf Abstand halten. Ja, aber wo ist das Licht? Ich habe hier keine Lampe oder so. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand hältst. Komm und hilf mir! Unverzüglich! Merkwürdig, merkwürdig. Was ich machen kann. Hilf mir beim Schieben. Nun denn. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es.
sind hier irgendwo Stöcker oder irgendwie sowas. Eine Fackel, die ich nehmen kann, ne. Lukas, sieh mal, sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Amicia, wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Was für Licht? Hast du welches? Also da ist eine Fackel, das sehe ich auch. Und das ist das Licht. Ich kann sie nur mit dem... Hilfst du mir beim Schieben? Ja, gewiss. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Oh, sie meinte, hier sind wir im Labor, sehr schön. Gefährlich für sie, keine Frage.
Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal alles sind wir einsammeln, was wir finden. Du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Nicht zu dir. So, wir löschen erstmal die Fackel. Genau, das sollte funktionieren. Wir versuchen es einfach mal. Warten, Amicia. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Unverzüglich. Komm und hilf mir. Ja, gut. Oh, wir haben es geschafft. Oh nein, jetzt geht er drauf. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Ich glaube... Schauen wir hier nochmal, was wir finden. Genau, ich war gerade am Überlegen. Wir brauchen bestimmt nochmal... Nur die Ratten ablenken. Ich versuch's mal hiermit. Deswegen habe ich das Feuer ausgemacht, dass die nach hinten lecken locken kann. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss! Nur jetzt loslassen und wieder zurück. Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Komm und hilf mir! Unverzüglich! Ah! Nein! Nee. Meine Mutter das Labor! Sie meinte, es wäre gefährlich. Ja, doch noch nicht. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Okay. Das könnten wir bestimmt gut, ganz gut gebrauchen. Da stellen wir uns mal 6 von her. Jetzt schnell. Nicht die Fackel nehmen, ne? Kriege ich die denn da jetzt weg?
Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. So, die Kiste müssen wir wahrscheinlich schieben. Damit wir da vorankommen. Wahrscheinlich macht sogar Sinn, die Fackel zu löschen. Dann können wir die Ratten da rauslocken, genau, weil die sind ja im Gang drin. Hilf mir beim Schieben! Ja, gut! Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier erstmal. Ah, wir haben es geschafft, super. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Der Schwan. Imposant und anmutig. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Okay. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Decken. Viel Glück. Klackgasse, das war nicht gut. Ah. Okay, ich bin links lang gegangen, jetzt gehe ich rechts lang. Falscher Weg. So, brenn aus. Das ist auch kein Weg. Warten wir, bis sie ausbrennt. Ja, nehmen wir uns die nächste. Rechts haben wir schon, jetzt gehen wir hier lang. Hm.
ist auch falsch. Okay, dann müssen wir hier links lang. Alles angezündet und finde nicht zurück. So lang. Wir warten jetzt aber, bis die Fackel ausgebrannt ist. Das ist immer sicherer. Los, komm. Ja. Nein, da drüben ist nicht. Ach, verflucht. Okay, abwarten, bis die Fackel. Die Fackel aus ist. Ja, komm. Hier glaube ich immer im Kreis. Was soll? Ne, hier geht's lang. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas. In seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Oh, eine Tür. Oh, das ist aber duster hier. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Okay, super. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was.
Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Macula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Macula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Ah, er hat's gefunden. Öffne sie. Nun gut. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist super. Ja schon mittendrin, Magister. Oh, das wäre ja echt klasse. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ja, die Mutter war sehr geheimnisvoll. Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein. Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Das sind zu viele. Oh nein. Das fehlt auch noch. Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Dann die Fackel wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Suche etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige dir deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe.
müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Das ist doch hier am Rad, aber wie kann ich das drehen? Ich kann das doch bestimmt schieben, oder? Ah. Sehen wir mal. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Château d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllt. Eine Sache erledigt. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Der Vorhang, da ist es. Super. Ja. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas viel Schlimmeres. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Oh Gott. Lukas, die kommen zurück, sie probieren sich neu. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Ja, gut, auch. Oh. Nicht zittern. Ey, es ist so spannend, Leute. Sie kommt zurück. Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Amicia, Sie werden das Feuerbecken löschen. Auf keinen Fall. Thank you.
zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, super. Mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, Lukas, pass auf. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Oh Mensch, Junge, mach hin. Das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Oh, das macht so auch spannend, der Junge. Alter, er hat's geschafft. Geil. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Boah, Hammer. Was für eine geile Geschichte. Geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich hoffe, sie kann ihren Bruder retten. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben super. Das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir geil hast. Gemacht, Junge. Komm, super, super, super. Oh, ich traue der Geschichte noch nicht so ganz. Nicht, dass er sich schon fast verwandelt hat oder so. Oh ne, das sieht noch ganz gut aus. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Hoffen auf wir's. Jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Oh, er sieht schon richtig übel aus, der Kleine.